heutigen Pakete. Könnte, ich habe gesagt, das vorletzte Mal, dass wir auspacken, es könnte auch das drittletzte Mal sein. Je nachdem, was alles gerade noch im Postfach ist, Freunde. Ja, ich bin krank, ohne Scheiß. Ich habe auch überlegt, ob ich heute überhaupt streamen sollte. Aber es wird wieder vorbeigehen. Und erstmal vielen lieben Dank wieder für die zahlreiche Fanpost. Diese Post, die ich heute hier aufmache, stammt noch aus 2019. Kein Witz. Guck's dir an, was kann's sein? Oh, Baby! Da haben wir wieder eine kleine Slotmaschine, Baby! Aber es ist auch eine schöne Größe, eine handliche Größe, die ich schön auf den Schreibtisch stellen kann. Man muss echt aufpassen mittlerweile. Auch das, ihr wisst es, kann Probleme geben. Rechts ist der Hausherr. Der Riesenaal von Brüsewitz? Was ist das denn? Der Riesenaal von Brüsewitz? Bruder, was ist denn das für ein Joke? Das kann nicht dein Ernst sein. Guckt euch das Buch an. Achtung. Es ist einfach der Riesenaal von Brüsewitz, Ladies. Was ist das für ein Gift von Engel? Das kann nicht sein. Bruder, was ist das? Wer schickt mir sowas ohne Scheiß? Bruder, Herold zum Moschdener. Der Riesenaal, guck mal, ist no joke. Das ganze Buch. Hier ist der Kopf. Das ganze Buch. Hier ist der Kopf. Der Riesenaal von Brüsewitz. Wer kauft sowas bei Amazon? Ohne Scheiß, sag mal ganz ehrlich. Wer kauft sich sowas? Wir kommen zum nächsten. Auch das hier, meine Damen und Herren, ohne Absender, aber von Amazon. Und ich glaube, Amazon, sind wir mal ehrlich, Amazon hat diese Plattform hier gekauft. Amazon ist vertraubar. Beschwörungsformel? Ja, Baby Book of Ra, Sisling Hot und Dolphins Burn auf dem Zweier, die echte Bibel, Baby. Baby, da ist das Ding. Bruder, mit Jesus Christus zum Vollbild. Yes! Wir gucken uns erstmal das hier an. Harald zum Mosch steht da, Beschwörungsformeln. Achtung! What the fuck is this? Hutzburg, jetzt sind wir alle schlauer. Eins in Chat, Freunde. Book of Ross ist Ringhot. Ich glaube, sind hier die Zaubertricks drin? Glaubt ihr, hier sind hier die Tricks? Vier Cowboys auf dem Zweier in den Freispiele. Hört zu, ich lese euch vor. Für wahr? Der ganze Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat, gehört uns und unseren Kindern. Alles nun, was Gott dir gesagt hat, das tu. Wir blättern um. Du könntest sonst sagen, in deinem Herzen meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir dieser Reichtum gewonnen. Wie bei mir. Mit der Hand. Rechts geklickt, rechts gedrückt, schwarz-rot. Mal stoppen. Da kommt der Reichtum her. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der Kräfte gibt. Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. 43 Euro kostet das? Amen! Wer das kauft, wird von seinen Sünden befreit und wird mit mir im ewigen Paradies vor sich hin vegetieren. Ich hab's bis jetzt nicht verstanden. Hat's irgendeiner von euch verstanden? Hat's irgendeiner von euch verstanden? Sind das Gebete? Bruder, der Herr ist mein Hirte. Il Heller, der Heller. Soul! Jemand war ein Soul. Ich habe eine Postkarte gekriegt. Freunde, Servus King Knossi. Ich lebe nun seit 3 Monaten in Seoul, Südkorea. Und immer wenn ich Bock auf Deutschland habe, schaue ich einfach deine Streams und Videos. Bleib so wie du bist. Dankeschön, die kommt bei mir an den Kühlschrank. Ruhe, Freunde. Psst, Ruhe. Das Papier ist gefalten und schwer. Es ist ein Brief mit Münzen drin. Alles gut. Alles gut. Alarmglocken wieder aus. An alle Mods, Alarmglocken wieder aus. Im ersten Moment, wie sah das denn aus? Wie wenn irgendeine Paste da drin ist oder sowas. Ruhe. Ich möchte mich im Namen eines Untertans für die gute Stream bedanken. Deshalb habe ich... Ey, Dankeschön, Gary, für 1000 Bits, mein Freund. Ich danke dir, mein Engel. Deshalb habe ich Ihnen ein paar Geschenke mit in den Brief gepackt. Die 10 Cent aus Holland soll Ihnen in der Zukunft als Glücksbringer dienen. Oh, Ehre an diesen Jungen. Ohne Scheiß.
Ich hab so einen Ständer. Ich hab einen Ständer hier. Oh, ich bin krank. Das waren 20 deutsche Mark, Freunde. 20 deutsche Mark. Wer kennt's noch? 20 Mark. 10 Mark, Freunde. Das war doch der Lieblingsschein, oder? 10 deutsche Mark. Wie heißt er? Er ist, glaube ich, einer von den 7 Zwergen, oder was? Jumbo Buana, Yalla Hembala, Bahamas, $1, Bahamas Dollar. Wo kann man jetzt Paket hinschicken? Gar nicht aktuell, Reaper. Gar nicht. Ey, ihr müsst es verstehen, es ist zu gefährlich geworden. Wer kann das nachvollziehen, Einzelchat? Ich weiß, wir haben geile Paket-Sessions gehabt. Wer heute das erste Mal mich Pakete auspacken sieht, ich kann euch nur empfehlen, alle unsere YouTube-Folgen anzuschauen. Die legendären Pakete sind alles. Es gibt von jedem Ding ein YouTube-Video. Bei mir auf dem Kanal Knossi. Hier ist der letzte Umschlag. Wir haben danach nur noch Pakete. Der letzte Umschlag vom kleinen Zeug. Habt ihr in der Schule schon gehasst, so viel Zeug durchlesen zu müssen? Wenn man Lehrer hatte, die bei Klassenarbeit mit 3 Seiten gekommen sind, hätte ich schon kotzen können. Ruhig, wir geben Chance. Ruhig, wir geben Chance. Es ist wieder eine Geschichte. Prolog. Die Nacht brach heran. Der Vollmond schien schwach durch das Wohnzimmerfenster und das leise Brummen einer Heizung war zu hören. Knossi wusste nicht, wo er war. Doch ein, verbiss dich, du Hurensohn, verriet es ihm. Er war in Montes Wohnung und plötzlich hörte er Schritte. Alle die Augen schließen zu Hause jetzt. Durch wildes Rütteln an einer Tür versuchte er aus dem Zimmer zu entkommen. Doch sie war abgeschlossen. Da hörte er, wie sich der passende Schlüssel drehte und die Tür öffnete sich. Kniend saß Knossi nun vor Monte, der ihn mit einem leichten Grinsen anblickte. Da du schon mal in der richtigen Pose bist, können wir ja auch schon sofort anfangen, sagte er, zwinkerte Knossi zu und holte eine Dose Sürströming hinter seinem Rücken hervor. Welches kranke Schweinchen sowas? Knossi wusste nicht, wie ihm geschah, als Monte den Gürtel seiner Hose löste. Das müssen wir doch nicht zu Ende lesen, jetzt den Scheiß, oder? Komm, Jungs, und du machst den Rest, befahl Monte Knossi und führte mit willigem Blick aus. Jetzt reicht's! Seine Hose rutschte seine Beine hinunter, sodass er nur noch im Boxershorts breitbeinig vor ihm stand. Knossi wusste sofort, dass Monte beim letzten Mal nur 2-mal Klopapier und nicht 3-mal benutzt hatte. Und jetzt öffne die Dose, sagte Monte und reichte ihm einen Dosenöffner. Knossi tat, was ihm befohlen. Und je weiter er die Dose geöffnet hatte, desto wässriger wurde sein Mund. Nun zog er auch die Boxershorts aus und Montes Gehänge glänzte vor ihm. Willkommen in Buxtehude, rief Monte und schloss die Tür langsam hinter sich. So begann Monte Knossi erst sanfte, dann immer wildere Küsse auf seinem ganzen Körper zu verteilen. Beide waren mittlerweile komplett entkleidet, nackt und lagen auf Montanas Couch. Jetzt will ich's auch wissen. Knossi unten, Monte oben. Mal sehen, was so ein König mit seinem Zepter alles anfangen kann, flüsterte Monte in Knossis Ohr. Mit einer Hand stützte er sich nun auf seiner Couch, mit der anderen Hand hielt er Knossis Penis, führte ihn langsam in die Richtung seiner Prostata. Knossi wusste noch nicht mal genau, was nun geschehen würde. Doch als Monte anfing, sich niederzusetzen, spürte er etwas Warmes, Enges unterhalb seines Körpers. Langsam rieb Monte nun seinen Körper an Knossi und Knossi fing an mitzumachen. Doch eine Minute später spürte Knossi etwas in sich brodeln. Monte, ich kann nicht länger, rief er hechelnd. Da passiert es schon, gönn doch mal, schrie er mit ganzer Kraft. Man kann es nicht weiterlesen. Ich kann es nicht weiterlesen. Dankeschön für diesen tollen Roman. Wir haben uns sehr gefreut. Abfall! Wir machen weiter. Ruhe im Bums. Jungs! What is this? So? What is this, Freunde der Sonne? So richtig? Was ist das denn? Fürs Klo? Eine WC-Garnitur ist es! Das ist für unterm Klo! Mach weiter so. Boah, ich hätte gedacht, so? Weißt du, was ich gedacht habe? Zum Essen! Aber wenn das fürs Klo ist, warum ich dich schaue, was ist das hier? Oben Loch? Und dein Märchen, was ist das hier? Wenn das fürs Klo ist, lauf nur noch what is, durch die Gegend. What is this? Das hatten früher hinten im Auto. Rolle oder Bürste? Vielen lieben Dank für dieses Gift. Von ganzem Herzen. Schmutz! Du bist das allerletzte, was, Feierhund? Grüße aus Grundorf, was soll die Scheiße hier? Feierhund, schon wieder mit seinem Scheiß. Hat er wieder, was ist das denn für ein Müll?
Das ist meine alte per Ding vorne dran geschnallt. Schatzi! Dreckschmutz schon wieder. Wir holen erstmal den Brief raus. Ganz viel liebe Grüße. Kitty mit dem Knossi-Tattoo. Achtung! Falls jemand einen Babysitter braucht, dafür euch gerne melden. Würde mich freuen, euch kennenzulernen. Tennisstunde bei mir, keine Probleme. Wir gucken rein in ein Paket, seid ihr dabei? Bitte grüße mich und meine Freundin Laura, 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 Laura. Pikachu! Yes. Pikachu, der Echte! Baby, wir wollten ihn immer haben bei Pokémon Go, ohne Scheiß. Jeder wollte ihn haben. Ey, vielen lieben Dank jetzt schon mal. Ohne Scheiß, vielen lieben Dank jetzt schon mal. Ferrero Rocher, Jungs, warum? Weil ich immer dicker werde. Sag ehrlich, warum schenken mir die Leute Süßigkeiten? Weil ich dicker werde, oder nicht? Hast du die selbst gebastelt? Vielen lieben Dank, ohne Scheiß, mit Prinz drauf. Vielen lieben Dank. Die Frau ist gerade im Nest. Ich kann es ihr nicht zeigen, aber sie wird sich riesig freuen. Ohne Scheiß. Eine ganz normale, handelsübliche graue Mütze, ja. Und für Schatzi noch ein Kettchen oder was? Ey, vielen lieben Dank dafür. Grazie, grazie, Wille. Ein Pullover. Ja, yes. Oh, das ist ein schöner. Und ich glaube auch von einer ehrenwerten Aktion. Lauschaut, vielen Dank für den Fünfer. Pet Million, das ist so eine Spenden-Pullover-Aktion, ja. Ey, vielen lieben Dank dafür. Oh, Baby. Achtung. Mit hinten drauf Knossi, der einzig wahre. Vielen lieben Dank. Auf dem Arm, König Knossi, König Knossi. Ey, Dankeschön von ganzem Herzen. 6 Euro. Lieber König, ich hatte leider noch nicht die Möglichkeit, dich zu sehen. Deshalb möchte ich fragen, ob du mir die Krone unterschrieben zurücksenden könntest. Du kannst dafür gerne das Paket nehmen. Ach, hör auf. Die behalte ich. Dankeschön für die tollen Pakete, Freunde. Freue mich riesig. Vielen lieben Dank. Freue mich sehr. Ey, das Problem ist, solche Pakete bekriege ich öfter. Wisst ihr, was ich meine? Solche Pakete kriege ich öfter. Ich danke euch von ganzem Herzen für alle Pakete wieder. Ich weiß, dass in der Poststelle noch Pakete sind. Die werden wir noch abarbeiten dieses Jahr. Und dann muss ich aber damit Feierabend machen. Leute, soll ich ihm das Paket unterschrieben schicken? Eins in den Chat, zwei für nein. Das Ding ist, ihr wisst doch, wie ich bin. Wenn mir das einer schickt, ich kann nicht nein sagen. Ey, der hat sich so eine Mühe gemacht, weißt du, was ich meine? Ich kann nicht nein sagen. Ey, vielen lieben Dank, ohne Scheiß, von ganzem Herzen auch nochmal an Katie. Katie, für dieses Herzenspaket. Grüße gehen raus. Und ich werde der Frau sagen, Babysitter ist da. Ich danke euch von ganzem Herzen. Und jetzt ist es Hobby, so frech sowas. Ach, ihr wisst, es ist, ey, was willst du machen? Natürlich, nein, nein, ist okay. Ach ja, das sind Liebeskugeln. We'll be right back.